Hallo Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich laufe gerade ganz normal die Straße lang. Das macht er automatisch. Deswegen konnte ich direkt die Aufnahme starten. Mega cool. Wir gehen nämlich jetzt nach zu Tahaka. Da geht es mit der Hauptquest weiter. Oder mit einem der möglichen Hauptquests. Ja, das war aber blöd jetzt gerade. So, okay. Da müssen die halt mal zur Seite gehen, ne? So, das ist echt cool, dieses automatische Reiten. Man kann sich dann nebenbei nämlich die Landschaft anschauen. Oh, da war ein Büffel auf der Straße. Ein Nilpferd. Vor allem ein Büffel, ne? Als ob es da Büffel... Oder bestimmt gibt es da auch sowas wie Wasserbüffel. Eigentlich ist das ja ein Wasserbüffel, so ein Nilpferd, ein Flusspferd. Kann man, glaube ich, auch dazu sagen. So, da könnte ich jetzt hier zum Beispiel auch Fotos machen, aber das lassen wir mal. Meine werden eh nicht geliked, warum auch immer. Ich denke eigentlich, ich schieße hier schon coole Bilder. Mache ich aber überwiegend, wenn ich so in der Freizeit so kleine Nebenquests mache. Weil alles aufzunehmen wäre doch extrem lang gewesen und das Spiel wird so noch lange gehen. Und das ganze Let's Play, ich hoffe, die bleibt dabei. So, dann sind wir gleich da. Letopolis. Ja, ich wollte gerade fragen, wie hieß denn nochmal die Stadt hier, die so ein bisschen von der Wüste verschlungen wird. Man sieht es halt, hier ist überall Wüstensand schon reingepfiffen. Ja, komm, warte mal. Jetzt kann ich auch selber reiten. Lass mal gucken. Ah ja, da komme ich raus. Sehr schön. Boah, was betet die denn an? Die Sonne? Nee. Hast du den Sandsturm gesehen? Natürlich. Ja, Vater sagte, du bleibst zum Essen. Ja, ich komme ja. Aber nicht zu dir. Ich gehe mal da rein wegen Quest. Schön, dass ihr es geschafft habt, Maret. Ja, die Götter haben über uns gewacht. Die kann reden. Da waren Geier und eine Hyäne und so viel Sand. Genug Sand für ein ganzes Leben. Deshalb brauchen wir auch so viele Helfer für unser Vorhaben. Und was versprichst du ihnen, Tahaka? Eine Parzelle Land mit einem Haus für jeden. Sie müssen nur helfen, alles der Wüste wieder zu entreißen. Das ist alles? Man gräbt ein Haus aus? Ganz so einfach ist es nicht. Alle müssen mit anpacken. Zu Ehren der Götter. Jeder weiß, dass seine Vision wahr wird. Es ist gut, dass du deinen Vater ehrst, Kawab. Auf den Retter von Letopolis. No, schon wieder am Saufen hier. Essen wir jetzt ein paar Honigdatteln. Und was ist denn, Bayek? Ist dir nicht wohl? Das ist der Böse. Das ist der Skarabäus. Wie konnte ich denn darauf reinfallen? Oder der Bayek? Naja, ich hätte es aber jetzt auch nicht für möglich gehalten. Verdammt. Nein. Oh mein Gott. Mögen die Götter gegen dich sein, Tahaka. Bei allem, was du tust. Ja, wie soll ich mich da befreien? Senno. Ah ja. Wo bist du, meine Liebste? Was ist denn das da für ein... Warte mal, du sollst nach unten, Vogel. Bald schon folge ich dem Verborgenen durch die Finsternis. Er führt mich in die Gefilde der Götter.
allerdings. Ja, bring mir Senu. Remo, ich habe dich enttäuscht. Hä? Ich habe das Pferd gerade gerufen. Ah, das Pferd. Komm her, guter Junge. Yo! Hä, krass. Mögen die Götter dir gnädig sein. Ich habe weder Rüstung noch Waffen noch Geld. Wo fange ich an? Schnell, bevor der Wind ihre Spuren verwischt hat. Ja, keine Ahnung. Erstmal hinterher, aber ich brauche doch irgendwas zum Kämpfen. Wow. Oder kann ich irgendwas mit Senu finden? Boah, das ist echt eine krasse Szene gewesen gerade. Ich hätte mir so einen Stock da genommen, ehrlich gesagt. Besser als nix. Ah, da liegt doch einer. Habe ich doch richtig gesehen gerade. Ich muss doch bestimmt ein paar Sachen borgen. Glaubst du wirklich, dass du unser Volk retten kannst, Bayek? Oh mein Gott. Gibt's noch mehr Leichen? Ich weiß nicht, ob das jetzt wegen der Leiche war. Boah. Vor allem mit den... Du bist zu dem geworden, was du verfolgst und bestrafst. Ey, finde ich voll krass. Aber ich finde hier absolut nichts. Der könnte gar nicht über den Sand laufen. Was glaubst du, wie heiß der ist? Die Sonne, die ist voll weit oben. Weil nachts herrschen in der Wüste ja Minusgrade, aber normalerweise könnte der jetzt hier nicht. Wir können nicht zusehen, wie Ägypten unseren Feinden in die Hände fällt. Ja. Dann tu es nicht. Oha. Was ist das? Ja, das steht zurzeit nicht zur Verfügung. Ah ja, guck mal, der Skarabäus, Tahaka. Der mysteriöse Skarabäus spukt in Sais herum und bestraft jeden auf grausame Weise, der ihm in die Quere kommt. Er bleibt dabei so geschickt im Verborgenen, dass manche seine Existenz anzweifeln. Ich glaube, das spitzt sich da noch zu. Wir haben hier unten schon eine ganze Reihe getötet. Wenn wir die vier töten, dann gibt es wahrscheinlich hier oben nochmal eine Reihe, bis wir dann hier oben nur noch eine Person haben, die das dann ist. So ein bisschen kennt man das auch von dem Assassin's Creed Spiel. Der Aufbau war ja irgendwie immer so. Ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach mal hier so ein bisschen die Gräber nochmal abfliegen. Oh, das war's schon. Aber wir haben alle abgelaufen, ne? Ja. So, dann reiten wir mal. Hat es sich gut angefühlt, lol, mich zu töten? Oh. Boah, das ist aber ein gutes Bild wert. Zuzuschauen, wie das Leuchten aus meinen Augen schwindet. Was war das für ein... Ach so, Nomos Nerit Reset. Boah, ich würde eigentlich erstmal hier was trinken, ne? Ich habe auch gerade echt so ein bisschen Durst.
finde das schon heftig, so da eingebuddelt zu sein. Was habe ich denn aber nur davon? Mein Vogel kann ihn ja mal so ein bisschen ablenken. Deine Zeit ist um. Ich kann ihn nur nichts machen. Ich habe hier nicht mal mehr... Oh doch, meine Klinge. Meine Klinge habe ich. Heißt, ein Attentat wäre drin. Dann muss ich hoffen, dass ich den looten kann. Boah, der hat mich fast erwischt. Ich glaube, dann bin ich Mode. Sehr schön. Wie jetzt? Der hat nix. So, dann müssen wir mit dem Adler jetzt ordentlich scannen hier. Überall, wo irgendwie jemand sein könnte. So, der Mauer. Ah, da oben. Das ist gut für mich. Und wir gucken nochmal hier außen. Gerade so davor stehen die manchmal noch rum. Ich glaube, das war's. Dieser Ort wird schwer bewacht. Hier ist nicht so ein... Ah, leider nicht. Ich werde mich mal versuchen, komplett außenrum zu schleichen. Und hier sind wir ja auch schon gewesen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran. Das ist echt lächerlich bewacht von euch. Oh. Ja, komm, warte. Du hättest hier kommen sollen. Ich hoffe, ich habe alle meine Sachen dann wieder. Boah, was für ein heftiges. Für eine heftige Quest. Also Level wollte ich schon sagen. Sie hätten im Schatten bleiben sollen. Oh, das hatte ich aber doch die ganze Zeit schon. Okay, warum auch immer. Ja, die lassen wir natürlich frei. Die Kollegen, stellt ihr auf? Ja. Gibt nochmal so ein bisschen XP jetzt. Ja, 100 EP ist jetzt nicht der Rede wert, aber immerhin. Kleinvieh macht auch Mist. Sagt man ja so schön. So, habe ich jetzt alles wieder? Ich hoffe. Erstmal habe ich im Inventar... Ach, das ist der Brief. Aber dieses Teil, was ich da aufgehoben habe, das ist anscheinend... Das war da irgend so ein... Warte mal, vom... Bild, ja, müsste ich es eigentlich erkennen. Nee, hier ist es nicht mit drin. Na, ist auch egal. Hallo, Pferd. Da. Lol. Das sah gerade komisch aus.
Man muss eigentlich immer nur weiterlaufen. Das kommt schon automatisch irgendwann nebenein. So, dass man gut draufspringen kann. Ich renne nämlich jedes Mal voll blöd im Kreis. So, warte mal. Ich will kurz schauen. Wir hatten das ja eh schon abgeschlossen, aber jetzt ist da auch nicht irgendwie mehr, dass ich da noch was finden könnte oder so. Oh, da oben ist auch eine neue Quest. Das ist halt das Coole, wenn man irgendeine Papyrusrolle findet oder irgendeine Nachricht aus so einem Lager von den ganzen Garnisonen hier, sage ich jetzt einfach mal. Oh, was? Da kommt er nicht drüber. Dann ist es halt cool. Ach, dein Ernst. Da kriegt man ja halt durch die Info wieder neue Punkte aufgedeckt. So, das ist der Tempel. Von Letopolis. Schau mal gerade. Dann ist es ja nicht das hier. Weil nördlich von diesem Tempel gab es auch noch irgendwas. Dann muss ich vielleicht dann noch hier nochmal nachschauen. Aber wie gesagt, das hatte ich ja schon mal angekündigt. Du da! Halt! Oh. Hey. Stirb, du Sau! Ha. Sag mal. Sind das alles Wachen jetzt hier oder wie? Oh krass, da oben. Was ist da los? Ich werde dich finden. Und dann was? Ich spreng dich um. Komm, mach doch nicht immer so eine Show dann draus. Ich will hier weiter. Vielleicht kommen wir ja irgendwie ganz schnell dahin. Komm! Hey, was? Boah, das ging noch. Hab ich aber einen Lack. Was? So, ja, komm mal ruhig hierher. Erstmal einer. Ich glaube, da ist irgendwas. Ganz nah. Hey, was? Ich deck dich. Sei unbesorgt. Ja, wenn sie zu zweit kommen, ist blöd. Ja, der deckt den aber echt gut. Achtung, hey! Stirb, du Sau! Oh Mann, dann kämpfe ich halt. Wo ist er denn? Da bist du ja. Dann mir doch egal, da renne ich jetzt zum Ziel. Hey, was? So, Skarabäus. Was? Du hättest nicht herkommen sollen. Hoi. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Ja, mach doch. Tja, schlecht. Weniger. Oh. So geht ein Traum zugrunde. Ich hätte etwas Immerwährendes erbaut. Und Cooper hätte deine Heldentaten besingen können. Ich bereue so einiges. Wir alle arbeiten für höhere Mächte. Wir alle leisten Frondienst für etwas Größeres. Es gibt keinen Kommen.
Ich bin nur ein Mann im Orden der Ältesten. Dieser Sieg wird dir keinen Frieden bringen. Es ist nicht der Frieden, den ich suche. Ich folge diesem Pfad nicht für mein Seelenheil. Der Orden der Ältesten vergisst mich nicht, denn ich brachte ihnen Wasser und ich erbaute Städte. Oder die Wüste fällt wieder ein und zerstreut die Menschen von Letopolis wie Staub. Das ist schon ziemlich geil gemacht. Sehr mystisch halt, aber das passt auch dazu. Ah! Vater! Ich strecke dich nieder, wie du mein Vater! Ich dachte, du bist unser Freund! Ich hasse dich! Kümmere dich um ihn. Versuche es ihm zu erklären, wenn du kannst. Du brachtest Blut und Tod über mein Haus. Du warst blind. Doch jetzt musst du deine Augen öffnen. Dein Mann war der Skarabäus. Er hat das getan. Dein Vater wurde von ihm gefoltert und verstümmelt, wie so viele andere auch. Nein. Es liegt an dir, deinen Sohn ins Licht zu führen. Heraus aus dem blutigen Vermächtnis seines Vaters. Es tut mir leid, mein Junge. Was sein muss, muss sein. Der war der Böse. Erfolg freigeschaltet. Der Skarabäus. Oh lol, ihr könnt's sehen. Warum auf einmal? Alles klar, Layla. ISDNA ist jetzt sequenziert. Ihre Erinnerung ist verfügbar. Sie sind ziemlich bruchstückhaft, aber für kurze Zeit solltest du eintauchen können. Ich trinke dein Wasser. Okay. Wirrkopf.